Willkommen zurück in Ditchwater. Willkommen zurück zu Anno 1800 in der Kampagne. Und wir haben hier schon unsere kleine Siedlung aufgebaut. Im Moment noch sehr landwirtschaftlich geprägt, aber ich denke, das wird sich ja bald ändern. So, ich sehe gerade 28 Tonnen Ziegel. Die haben wir gerade ganz zufälligerweise. Haben wir die hier? Die kann ich ja mal hier in mein Schiff transferieren. 29, ja, ist okay. Und die bringen wir einfach mal hier hin. Dann haben wir den Auftrag nämlich auch schon abgeschlossen. Falsche Insel, hier hin. So, und nächster Auftrag. Bauen Sie eine Segelschiffwerft. Jetzt will ich doch mal gucken, was denn die kostet, die Segel hier. Segelschiffwerft kostet 25. Die haben wir im Moment noch nicht. Die passt hier gut hin, ne? Die kann man hier gut hin machen. Ja, oder ich baue sie auf die Seite. Das weiß ich noch gar nicht. Ich würde sie schon gern irgendwie hier hinten hin machen, eigentlich. So ein bisschen weg vom Trubel. Mal schauen. Ich weiß es tatsächlich noch nicht ganz genau. Schön mit den Wägen hier, ne? Richtig. Bringen Sie frohe Kunde? Jawohl, hier, bitteschön. Wenn ich mir diese kleine Flapsigkeit erlauben dürfte. Allererste Sahne. Dankeschön, das freut mich natürlich. So, wir fahren wieder zurück zu unserer Siedlung und dann werden wir uns als nächstes tatsächlich, was ist hier los? War hier was? Ich habe keine Ahnung. Uns geht das Material aus. Oh. Aber ich habe doch hier oben, die arbeiten ja alle 100%. Ich habe das mittlerweile übrigens auch rausgefunden, wie das hier ist mit dem, sehe ich das hier irgendwo hier? Hier, Verarbeitungszeit. Das ist nämlich das, was ich die ganze Zeit vermisst habe. So, wie viele Betriebe brauche ich denn ja in einer Produktionskette? Hier sehe ich tatsächlich. Verarbeitungszeit 30. Das heißt, in 30 Sekunden wird quasi eine Tonne Wolle produziert. Und wenn ich jetzt hier, Moment, hier zum Beispiel schaue, da habe ich die gleiche Verarbeitungszeit, nämlich 30 Sekunden. Das bedeutet, ich brauche pro Weberei eine Schäferei. Und das gleiche wird bei der Schweinezucht auch so sein. Da habe ich eine Minute und hier habe ich auch eine Minute. Das passt. So, und wie ist denn hier? Da habe ich eine Minute und bei dem hier habe ich 30 Sekunden. Das heißt, ich brauche zwei Weizenfarmen für eine Mühle. Und hier habe ich 30 Sekunden und hier habe ich 30 Sekunden. Das heißt, so passt das. Also so haben wir es jetzt hier gelöst mit der Verarbeitungszeit. Das wollen wir vorher tatsächlich so nicht laden. Hier wird es genauso sein. 30 Sekunden und 30 Sekunden, genau so ist es. Und beim Holzfäller ist dann dementsprechend auch so. Also da kann ich ein bisschen... Oh, hier sind 16 Sekunden und hier auch 15. Ja gut, okay. Hä, aber warum 16? Ne, hier sind 15. Warum haben wir hier weniger, nicht genügend Anbaufläche? Was ist denn das? Geh mal da hoch. Ist es besser? Ich weiß nicht, keine Ahnung, was da los ist. Aber jedenfalls, so funktioniert das hier in dem neuen Anno. Ich lerne immer wieder dazu. Und was ich auch rausgefunden habe, ich habe so ein bisschen recherchiert, ein bisschen mich interessiert für diesen Anno-Teil. Und es gibt wohl eine Tastenkombination, die hier. Und, wow. Ich meine, die Texturen sind jetzt ein bisschen, Ach, die laden noch? Laden die noch? Ja gut, also ich ihn hier anschaue, okay. Ja gut, aber wir haben, ist das geil? Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, uns in der Ego-Perspektive auf Anno umzuschauen. Wow. Ich meine, das ist jetzt grafisch irgendwie noch ein bisschen, ja, da könnte man noch was machen. Aber ist das nicht geil? Wow, was ist denn das hier? Oh, hallo, schöne Musik. Die Taschenkombination übrigens, wer das interessiert, das ist Steuerung, Umschalt und R. Damit kann man tatsächlich in die Ego-Perspektive mit den Maustasten, also mit den Pfeiltasten, kann man sich tatsächlich bewegen. Ich mag das voll. Oh, guck mal, Zeitungsjunge, der verkauft unsere Zeitung. Aber hier diese Grafikfehler, das ist schon ein bisschen schade und auch, dass die Figuren halt dementsprechend nicht so hochauflösend sind, aber ist natürlich klar, normalerweise bewegen wir uns ja nicht so nah dran an den Figuren. Aber allein die Tatsache, dass das geht, das finde ich schon richtig geil. Ich
glaube, ich werde immer wieder mal in diesen Modus gehen und mir so die Welt aus dieser Sicht ansehen. Stallo, Stau. Ganz offenbar. Aber was transportiert der hier? Milk. Ah, ja. Milchtransporteur quasi. Ja, gut. So, gehen wir mal zurück wieder. Wir widmen uns den wichtigen Aufgaben unserer kleinen Siedlung. Holz haben wir tatsächlich voll. Was können wir denn hier produzieren? Jetzt gucke ich hier auch nochmal. Guck mal, hier eine Minute quasi. Das heißt, ich bräuchte eine Schweinefarm, eine von dem und zwei... Nee, Moment, ich brauche dann hier... Okay, da bräuchte ich jeweils zwei Stück für eine Siederei. So funktioniert es. Da muss ich mich noch ein bisschen damit zurechtfinden. Das ist gar nicht so einfach. Aber eine recht gute Lösung, wenn ich das jetzt so im Moment betrachte, bin ich eigentlich damit ganz glücklich. Wenn man das weiß, wie es funktioniert, dann kann man das, denke ich, ganz gut auch machen. So, wir sind in unsere Waren aktuell. Fisch ist super, Schnaps ist auch super, Arbeitskleidung ebenfalls, Wurstwaren auch. Brot, ja, das ist ziemlich stabil. Da könnte man tatsächlich noch ein bisschen mehr machen, wenn man dann... Aber da braucht man immer so viel Platz, ne? Ich bin hier auch noch nicht so ganz glücklich mit den Feldern hier oben. Vielleicht sollte ich das nachher auch irgendwie outsourcen, dass man vielleicht den Stadtkern hier vorne quasi mit dem Fluss abgegrenzt machen und alle anderen Gebäude irgendwie outsourcen. Also in die äußeren Gebiete, weiß ich noch nicht. Das wird sich alles im Laufe dieses Spiels sicherlich ergeben. So, hier müssen wir tatsächlich noch ein bisschen warten, bis wir unsere Schiffswerft bauen können. Ich gucke jetzt gerade mal nach, Blueprint, was ist denn das hier, Gebäude, Sortierungstyp. Ja, genau, hier kann man auch nochmal umstellen. Das gab es, glaube ich, in der Beta auch schon, aber ich behalte mal so die Übersicht, da weiß ich nämlich, wo ich es finde. So, was brauchen die denn noch? Bier und Seife. Wir können ja mal die Seifproduktion, die Seife so ein bisschen anwerfen. Hier unten können wir vielleicht nochmal ein paar Schweinefarmen hinmachen. Machen wir das mal so. Nee, wir drehen es. Moment, ich drehe das einmal so. Und wie habe ich das hier oben gemacht? Also quasi so, ne? Das müsste dann gehen. Jawohl, das passt. Warum passt das dann nicht rein? Ach, das ist gar kein Dreierraster hier. 1, 2, 3, 1, 2, ah. Mäh. Das gefällt mir nicht. Naja, egal. Das heißt, kann ich jetzt drehen? Dann habe ich doch meinen Dreierraster. So, guck mal. Wunderbar. So. Dann nehmen nochmal eine. Die baue ich gleich mal hier hin dann quasi und lasse da wieder meinen kleinen Platz frei. So, dann mache ich das so. Ich tue das nachher wahrscheinlich alles nochmal um, dass wir hier wegkommen, auch vom Stadtkern. Dann machen wir das so. Ups. So. Hallo? So. Und hier einmal drehen und drehen. So. Dann können wir das so machen. Dann haben wir nämlich zwei Stück. Dann brauchen wir nämlich hier zwei von denen. Die können wir gerade nicht bauen. Warum nicht? Oh, Stahl. Oh. Ja gut, Moment, dann mache ich die nochmal weg, wenn ich ganz kurz hier, weil wenn wir schon Stahl brauchen, dann muss ich erst mal hier nachgucken. Zink, was? Zinkvorkommen, Zement, Kupfer, ich glaube da, ich erinnere mich, in der Beta war es so, dass wir erstmal hier diesen Berg sprengen müssen, um hier hinten, ja, da hat es Eisen, okay. Also da müssen wir tatsächlich in der Kampagne weiterkommen, dass wir hier überhaupt die Möglichkeit haben, irgendwas in der Richtung machen zu können. Okay. Gut. Das heißt nicht gut. Das heißt, ich muss noch ganz kurz warten, bis ich hier die Segelschiffe bauen kann. Da brauche ich 25 für. Ich mache hier mal ein bisschen zackiger. Komm, arbeitet, meine Bauern und Arbeiter. Guck mal, die sind zufrieden. Zufriedene Arbeiter, die arbeiten auch produktiver, habe ich gehört. Jetzt macht mal hinne.
Wie ist denn hier eigentlich mit der Zeit? Ganz genau so, ne? Eine Minute und hier müsste es 30 Sekunden sein. Ja, genau. Okay, ich habe das System tatsächlich verstanden. Heute war ich sogar schon vor den Vögeln. So, 25 brauchen wir. 19 haben wir. Wir schauen einfach noch ein bisschen zu. Das ist ja wunderbar in Alu auch. Ich würde gerne hier auch ein bisschen mehr noch mit Zielelementen machen, aber im Moment haben wir gar keine anderen Items mehr und ja, ich will jetzt keine Ziegelsteine verbrauchen, nur um die Straßen und sowas abzugraden. Da will ich jetzt erstmal meinen Hafen bauen. Was ist hier los? Ausrufezeichen. Zu viele Transporter. Müsste ich tatsächlich auf upgraden natürlich. Ein Lagerhaus. Ich könnte ja noch mal eins bauen. Guck mal, hier hinten macht sich vielleicht ganz gut. Hier passt eigentlich ganz gut rein. Machen wir mal hier hin, komm. Machen wir es einfach mal so. Hier vorne hätten wir dann noch Platz. Da könnten wir dann noch mal ein paar Dinge hinbauen. So, dann sind wir hier nicht mehr überfordert. So, jetzt haben wir tatsächlich die 25 beisammen. Dann können wir ja unser Segelschiffwerft bauen. Ich mach die mal... Ich mach die mal hier hin, oder? Oder soll ich die ganz hier hinten hin machen? Ich kann ja den hier mal vorschieben. Dann kann ich hier die... Ja, das sieht doch gut aus. Guck mal. Das ist doch schön. So direkt am Ding. Ja, direkt vielleicht jetzt nicht. Ich mach's mal so hin. Dann können wir hier hinten vielleicht noch die Hafenanlage bauen. Die erste Schiffswerft unserer Stadt. Dieser denkwürdige Moment muss einfach eingefangen werden. Sieht schön aus. Jetzt kommt ein Foto, ne? Soweit ich mich erinnere, kommt jetzt der Fotowettbewerb. Foto machen. Jawohl, da kommt's. So, dann gehe ich mal... Wie macht man das? Wie fotografieren wir denn schön? Ich würde gern tiefer gehen, dass ich hier vom Hintergrund noch was sehe. Ich kann hier leider nicht höher oder tiefer gehen. Ich kann hier nur so die Perspektive machen. Bisschen zurück noch, dann sieht man die Siedlung hinten vielleicht so, ne? So war es. Ist ein bisschen weiter weg, aber ist okay, ne? Ja, machen wir mal. Ah, jetzt ist es auch besser. Aber guck mal, in der Beta waren noch die ganzen Elemente da drauf. Gut, das ist ein schönes Foto, würde ich sagen. Das schicken wir so mal ab. Eine vorzügliche Fotografie. Das wird die Titelseite. Dankeschön. Ich wusste das doch, dass ich fotografieren kann. Der Beginn einer, ich wage es zu hoffen, fruchtbaren Partnerschaft. Ja, das will ich auch hoffen. Anno Groningen, Phönix aus der Asche. Gurts Erben gründen eigene Reederei nach dem Vorbild des Vaters, von dem es hieß, er sei ein Mann mit Prinzipien gewesen. Schließlich gibt es keinen stichhaltigen Beweis dafür, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Ja. Kapitel 2. Ein Zeichen des Feuers. So, jetzt kommt der Großauftrag für die Krone. Sie bauen also Schiffe wie ihr Vater. Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe. Ihre Majestät zu unterstützen, wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Ein Auftrag für die königliche Flotte. Und in solchem Umfang. Eine seltene Ehre. Ja, finde ich tatsächlich auch. Die nötigen Waffen stellen ein Problem dar. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Da haben wir tatsächlich Eisen, aber... Das Eisen ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Ja, könnten wir tatsächlich tun. Neues Gebäude freigeschaltet. Was haben wir da? Was habe ich denn freigeschaltet gerade? Bierproduktion wahrscheinlich, ja? Okay. So, wählen Sie Grabungsstätte. Das hier. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. Gut, so, ich würde sagen... machen das gleich mal. Ich mache hier mal einen Weg ran. So. Und dann brauchen wir Ziegel. Habe ich gesehen. Und Holz haben wir genug. Spielstand gespeichert. Grabungsstätte, jawohl. Gut, ich weiß nicht, bauen wir da einen Tunnel eigentlich? Oder was machen wir da? Ich habe keine Ahnung, was wir da machen.
Vermutlich, ne? Mhm. Ja, gut. Okay. So. Ich würde gerne Seifenproduktion machen, aber im Moment können wir das nicht, da wir eben keine Stahlträger zur Verfügung haben. Oh, guck mal hier, die Bierproduktion. Die können wir tatsächlich mal anwerfen, indem wir einfach sagen, wir bauen noch ein paar Häuser. Ich mache hier nochmal eine Dreierreihe hin. Und dann, ups, das wollte ich natürlich nicht. So. Und dann graden wir das Ganze nochmal ein bisschen ab. Was baue ich denn hier für Müll? So. Ich kann ja auch mal ein paar Häuser zwischendrin auch freilassen, mal so für eine Parkanlage oder sowas. Und eine Kirche. Wir können ja auch eine Kirche mal bauen. Aber die braucht auch ziemlich, ja, die braucht 25. Die können wir ja dann mal irgendwo hier hin machen oder so. Ja, weiß ich nicht. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis. Und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. So. Vater wandte sich stets an Mr. Chica wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. So, ja, den holen wir dann gleich. Das machen wir. Aber vorher mache ich noch ganz kurz ein paar Bauernhäuser. Damit wir hier auch noch genug Arbeiter zur Verfügung haben, die unsere Felder bestellen. Das brauchen wir natürlich. Und schon geht es Holz zur Neige. Okay. Habe ich ein bisschen zu übereifrig abgetradet gerade. Ja, gut. So, Löwenstatue, die ist natürlich auch schön. Ach da, ich würde so ganz schön bauen, aber im Moment haben wir noch nichts. Ja gut, so, wir suchen so lange mal ihn hier. Hier. Hätte mich dein Vater nur gelassen. Hier. Der Dynamit-Shop. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden. Auch meinen geliebten Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wormways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Ja, und ich glaube, an genau dieser Stelle, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Haben wir aufgehört in der Open Beta an diesem Ort hier. Da seid ihr also. Die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hatte die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter ist er noch viel zu milde. Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates. Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werten. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Jetzt ist die große Habt ihr das wertlose Gesindel hier gesehen? Aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt. So, wir müssen nach ihm suchen. Im Steinbruch. Wo ist er denn? Flucht? Wohin denn? Zu Edwards Karikatur von Bright Sands? Ja? Samuel? Kenn ich nicht. Ich verfaule schon seit 15 Jahren in diesem Loch. Ich musste mal Mr. Bleakworths schorfigen Rücken schrubben. Sprengmeister, ich könnte ein komplettes Frühstück vernichten. Ja, wo ist er denn jetzt? Mann, komm her. Welcher ist denn? Du hier? Ich kann nur zu gut verstehen, dass sich Ihr Vater seinem Schicksal ergeben hat. Auch nett. Dann du vielleicht. Ich behaupte ja nicht, dass Ihr Vater kein Verräter war, aber... Aber was? Spielstand gespeichert.
Nee. Ah, das war er doch. Samuel Goods Ingenieur? Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Ich? Ich will das ist das wissen? Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier ertrage. Ja gut, das ist ja... Bezahlen Sie, das ist ja wenig. Komm, nein. Kriegst du das natürlich? Er ist bereit zum Transport. Wir bewegen Sie das Schiff des Gefängnisdirektors zu Ihrer Insel. Gott richtet jeden. Befehligen Sie das? Ah, hier kommt's, okay. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. Ja. Das Gegenteil der Arche Noah.